Rainbow Six Extraction ist jetzt seit genau 4 Tagen draußen und in dem Spiel gibt's ein ganz paar Sachen zu beachten, damit ihr die Mission schafft und eure Operator überleben. Genau aus dem Grund gibt's jetzt 5 Tipps von mir, damit ihr das am besten schafft. Viel Spaß dabei! You can't touch this. You can't touch this. Tipp Nummer 1. Das Spiel ist kein Call of Duty. Und das ist eigentlich so der wichtigste Tipp oder das Grundlegendste, was man wissen sollte. Es ist immer noch ein Rainbow Six, das heißt mit Taktik an die ganze Sache rangehen. Rennt nicht einfach wild drauf los und ballert auf alles, was irgendwie nach Alien aussieht. Damit kommt ihr definitiv nicht weit. Bei dem Spiel ist angesagt, schleichen, mit dem Messer Stealth Kills machen, mit der Drohne ein bisschen was ausspionieren und gucken. Auf jeden Fall nicht einfach wild drauf losrennen. Also in Ruhe und mit Taktik. Tipp Nummer 2. Evakuieren statt losen. Und Leute, das ist was ganz, ganz Wichtiges im Game. Ihr müsst nach jeder Mission abwägen, ob ihr noch eine Chance habt, die nächste abzuschließen. Pro Runde habt ihr jeweils 3 Missionsziele und ihr könnt nach jeder Mission sagen, dass ihr evakuiert werden wollt. Dann geht ihr wieder nach Hause und bekommt die gesammelte Erfahrung. Wenn ihr aber in die nächste Mission reingeht und dort zum Beispiel am Boden liegt und euer Kollege hebt euch wieder auf, dann ist euer Operator für den nächsten Einsatz nicht einsatzfähig. Also er ist halt einfach verletzt. Und noch schlimmer, wenn ihr es gar nicht schafft und alle sterbt, dann ist der Operator vermisst und ihr müsst ihn in einer der nächsten Missionen wieder suchen. Das heißt, ihr könnt ihn erstmal gar nicht benutzen, bis ihr in einer der nächsten Missionen den Typen wieder gefunden und evakuiert habt. Deswegen unbedingt nach jeder Mission gucken, hey, schaffen wir es noch oder evakuieren wir lieber, weil ihr verliert auch ordentlich Erfahrung, wenn ihr es nicht schafft. Also lieber vernünftig sein, anstatt zu zocken. Tipp Nummer 3. Spielt nicht mit Randoms. Warum? Weil ihr euch in dem Spiel unterhalten müsst. Na klar könnt ihr Glück haben, dass 2 Leute joinen, die beide ein Mikrofon haben und eure Sprache sprechen. Die Chance ist aber meistens sehr gering. Und naja, wie gerade eben schon erwähnt, in dem Spiel ist es echt scheiße, wenn ihr verliert, wegen Operator verlieren und verletzen und so weiter und so fort. Von daher riskiert das einfach nicht. Zockt mit euren Kumpels. Wenn ihr keine Freunde habt, dann geht auf eine der vielen Webseiten in dem großen, weiten Internet da draußen, wo ihr Spieler suchen könnt, die Bock haben, mit euch zu zocken. Tipp Nummer 4, der richtige Operator. Wenn ihr eine neue Runde startet, seht ihr ja immer erstmal die 3 Missionsziele und anhand dessen solltet ihr auch entscheiden, welchen Operator nehme ich mit und welchen sollten vielleicht meine Teammates mitnehmen. Bei der Mission Triangulation zum Beispiel müsst ihr mehrere Scans starten, dauert ein Weilchen, in der Zeit kommen 1000 Aliens, die möchten euch an den Kragen, also macht's da Sinn, irgendwelche Operator zu nehmen, die halt verteidigen können, ne? Die halt einfach ein starkes Gadget haben, wie eine Falle oder Tachanka zum Beispiel, irgendwas, wo ihr am besten den Raum verteidigen könnt. Wenn ihr aber zum Beispiel das Ziel evakuieren habt, sprich ihr müsst irgend so ein Alien-Viel mitnehmen und zur Evakuierungszone bringen, dann kann es halt auch passieren, je nach Weg, dass das Vieh euch ordentlich Schaden macht. Da macht es wiederum Sinn, jemanden mitzunehmen, der halt heilen kann oder viel aushält. Also entscheidet anhand der Mission, was für einen Operator ihr mitnehmt, dann werdet ihr definitiv erfolgreich. Tipp Nummer 5. Wenn ihr beschissene Missionen habt, dann geht direkt wieder raus. Ganz ehrlich, es bringt nichts. Wenn das irgendeine Kacke ist, dann lasst es einfach. Ihr könnt direkt, wenn ihr gestartet seid, euch wieder evakuieren lassen. Es gibt dafür keine Bestrafung oder sonst irgendwas. Geht lieber wieder eine neue Runde und sucht euch irgendwas raus, was definitiv mehr Spaß macht und vor allem auch mehr Aussicht auf Erfolg bringt. Das soll es auch schon gewesen sein mit meinen 5 Tipps. Ich hoffe, ihr könnt dadurch ein bisschen besser ins Spiel starten und würde mich freuen, wenn ihr mit einem kostenlosen Abo dabei bleibt. Ich bringe auf jeden Fall noch mehr Videos zum Spiel und auch zu vielen anderen Spielen. Also abonnieren, Like nicht vergessen und dann sehen wir uns hoffentlich zum nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. You can't touch this. You can't touch this.